Vor 2 Jahren machten uns die ersten Anzeichen einer Pandemie Angst, ausgelöst durch ein Virus, das von weit her kam. Doch nur wenige konnten sich vorstellen, dass sie unser Leben so stark und so lange beeinträchtigen und uns zwingen würde, unsere Kontakte und unsere Arbeit drastisch einzuschränken, um die Ausbreitung einzudämmen. Trotz dieser Opfer haben in den letzten 2 Jahren mehr als 1400 Menschen in Südtirol die Infektion nicht überlebt. Darunter ältere wie junge Menschen, einfache Leute, aber auch Ärzte und Gesundheitspersonal, die im Kampf gegen die Pandemie am vordersten Front stehen. Auch in diesem Jahr wollen wir mit den Kerzen vor dem Landtag ihr Andenken ehren und gleichzeitig ihre Familien in die Arme schließen. Ein Gedanke geht dabei auch an die Opfer des Krieges in der Ukraine, in der Hoffnung, dass es der Diplomatie gelingen möge, die Waffen zum Schweigen zu bringen und dem Dialog zum Sieg zu verhelfen. Jede Kerze ist ein kleines Licht, mit dem wir unsere Bürgerinnen und Bürger zu einem Moment der Besinnung einladen, aber auch dazu, Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft neu zu entfachen.